Warum ruft der Helvetia? Ja, Helvetia ruft, weil die Frauen 2019 immer noch nicht angemessen vertreten sind im Parlament. Und die Kampagne dient dazu, Frauen zu motivieren, zu kandidieren für die eidgenössischen Wahlen und ihre Stimme zu nutzen in der Politik. Ja, bis jetzt sind es 440 Frauen, die sich gemeldet haben von allen Parteien. Die Frauen kommen aus der ganzen Schweiz. Wir haben alle Sprachregionen angesprochen. Natürlich gibt es auch Frauen mit Migrationshintergrund, die sich bei uns gemeldet haben, die auch in der Politik mitmischen wollen. In Luzern ist es so, dass wir nur 26% Frauen haben und der andere Anteil sind Männer. Wir haben sehr wenige junge Personen und wir haben auch leider viel zu wenige Migrantinnen und Migranten, die in den Parlamenten vertreten sind. Das ist unterschiedlich. Ich denke, jetzt im Stadtrat bin ich nicht die Einzige mit einer anderen Hautfarbe. Im nationalen Parlament sieht das völlig anders aus. Und ich denke, es dürfte durchaus auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik haben. Die Vielfalt könnte noch verbessert werden, sagen wir es so. Also auch sei es jetzt Mann und Frau, sei es Schweizer oder eingebürgert. Wir haben einen Anteil von einem Viertel der Bevölkerung in der Schweiz, hat einen Ausländeranteil und die sollten repräsentiert werden. Wie sieht es aus, denn Vielfalt im Bundeshaus? Vom Vielfalt können wir nicht gerade viel sprechen. Ich versuche dort immer wieder auch anzustoßen. Wir haben noch nicht einmal genügend Frauen im Nationalrat. Ein Mix von Jung und Alt ist noch nicht gegeben, aber ich finde auch Menschen, die vielleicht auch eine körperliche Einschränkung haben, müssen viel mehr dort sein. Und natürlich auch Menschen gestützt auf ihre sexuelle Orientierung. Aber natürlich ist das immer noch nicht die Mehrheitsverhältnisse, die das zulassen. Ich habe aber das Gefühl, durch das, dass sich jetzt die Menschen auch mit sozialen Medien mehr dazu äußern oder eben durch Engagement, wie ihr das macht, wird sich das mit der Zeit ändern.